Jetzt ist ein Mann, den haben wir über Skype reingenommen. Wir haben heute einige Liebesgrüße aus aller möglicher Welt, weil wir das nicht geschafft haben, sie einzufliegen. Ich habe ihn in der Türkei kennengelernt, ein wunderbarer Mensch. Ich erzähle keine langen Geschichten. Er wollte hierher kommen, hat schon ein Visa, alles, hat das mit großer Mühe erarbeitet, ist dann aber in ein Dilemma gekommen. Sein kleines, frisch geborenes Kind wurde krank. Jetzt muss er ständig mit der Frau und dem Kindlein zum Spital. Aber er hat seine Liebesgrüße an uns über Skype mitgeteilt. Das schauen wir uns jetzt kurz an. Umut ist sein Name. Und ich kann nur sagen, wir haben uns gesehen und uns verliebt. Man kann es nicht anders sagen. Bei der Verabschiedung sage ich ihm, du bist Moslem. Er sagt, natürlich bin ich Moslem. Ich sage, ich bin Christ. Und ich liebe dich von innigstem Herzen, mein Bruder. Und er konnte dasselbe sagen. Es hat einfach nur verbunden. Und er macht das, was wir hier machen, im Großen, ständig im Kleinen, in Hotels, in der Türkei. Also das ist ein ganz wunderbarer Mann. Und da grüßt er uns jetzt über Skype, weil er es nicht geschafft hat, hierher zu kommen. Hallo alle mit anderen. Ich bin Umut aus der Türkei. Und bin Muslim. Leider kann ich nicht bei euch sein, aber ich grüße euch alle mit meinem Herzen. Ich möchte alle sagen, dass ich euch, die Familie Sasek und alle, die ihnen sind, liebe. Große Liebe. Ich bin Muslim, sie sind Christen. Doch da gibt es keine Barriere zwischen uns. Unsere Herzen sind verbunden und wir wollen alle nur eines, dass wir alle in Frieden leben können. So umarme ich euch alle. Viele liebe Grüße aus Antalya von Umut. Liebe, liebe Grüße von meinem Herzen. Ich liebe euch und wir lieben euch auch. Immer hier. Danke dir.